Pinguin-Style brauchen wir noch. Pinguin-Style. Wer kennt's nicht? Just to kill, I'm an assassin. So, wir sind jetzt im Baumarkt unterwegs. Wir haben uns zu Hause überlegt, was wir machen. Wir haben zwei sehr coole Projekte. Weiß. Cremeweiß, oder? Pinguin ist richtig weiß. Ja. Was ist denn Sarit-Weiß? Wir haben jetzt einen Acryllack mitgenommen, der direkt für Kinderspielzeug geeignet ist. Das heißt, das muss man gar nicht danach mit irgendeinem Lack drüber und mit Acrylfarbe wieder rumeiern, sondern man kann die direkt verwenden. Schönes Buchenholz haben wir uns jetzt entschieden und jetzt düsen wir nach Hause und machen uns jetzt. So, wir brauchen eine Form. Kannst du gut zeichnen? Nein. Also ich bin eigentlich immer so mehr im Computer die Form machen und dann anzeichnen. Ja, das ist viel sicherer. Ja. Aber du, ich überlasse dir das Blatt. Gerne. Dann, oder sollen wir beide machen? Und dann gucken wir, welcher schöner ist. Das machen wir. Das sieht doch aber gut aus. Ja, meiner hat einen Buckel. Dann ist halt vielleicht Ü90. Das ist ein alter Pinguin. Ja. Das ist der Kaiserpinguin. Okay, starten wir mit deinem. Ich hole eine Schere, würde ich sagen. Sehr gut, ich hole das Holz. Genau, den brauchen wir erstmal nicht im Schnabel. Geil, jetzt erkennen wir ihn noch weniger. Man kann es natürlich auch von Hand aussägen, mit so einer Laubsäge quasi. Ja. Habe ich früher auch gemacht, aber wir sparen uns jetzt ein bisschen Zeit damit. An so Stellen würde ich jetzt immer wieder rausgehen und von der anderen Seite reinfahren. Man kann ganz klar erkennen, das wird ein Pinguin. Und ich habe den Buckel extra kleiner gezeichnet und dann größer ausgesehen. Jetzt hat er im Buckel noch einen Buckel. Aber gut, das kriegen wir jetzt schön geschliffen. Ja, ist super, finde ich. Ja, da kann man natürlich jede Form auch aussägen. Also egal, was für ein Tier man möchte, kann man hier auch irgendwie... Was Elefant. Was ist dein Lieblingstier? Elefant. Elefant? Ja, finde ich schon ein faszinierendes Tier. So groß. Stefans Lieblingstier ist der Pinguin. Warum? Definitiv. Die bleiben lebenslang zusammen. Oh. Ist das beim Delfin nicht auch so? Weiß ich nicht. Ist das so? Ich glaube schon. Okay, wir schleifen. Ja, aber was mir gerade eingefallen ist, wir brauchen ja noch die Flügelchen, damit der flattern kann. Die müssen wir auch noch aussägen. Ja, dann malen wir aber noch mal. Weil Ziel ist nachher, dass die Flügel auch flattern. Und dafür müssen die lang genug sein. Ich frage mich gerade, weil das ist Buchenholz 18 mm stark und ob die Flügel zu dick sind, wenn wir die im gleichen Holz machen. Ob wir vielleicht einfach ein dünneres Holz ein bisschen nehmen? Also einmal so rum und dann einmal so rum. It's now or never, I've got your number, I'm just... Und den hier? Braun. Beste Vernutzung. Ich bin ja hier zu Besuch beim Schwaben. Ja, gerade wollte ich sagen. Das lobe ich mir, dass du so sparsam mit meinem Holz umgehst. Der war Hammer. Man kriegt so ein bisschen Übung, aber das mit dem Drehen rum. Man muss es einfach so. Ja, genau. So. Schleifen. Schleifen. Ganz wichtig, schleifen. Ja. Willst du es von Hand machen? Nee. Wo geht's an? Sicher? Ah. Da. Ich habe gerade zu Linda gesagt, dass man Rundungen am besten so in der Hand schleift und dann kann man das Teil einfach so umdrehen und muss nicht mit dem Schleifer immer so agieren. Ja. Run for cover. I've got a gun and I'll shoot in love.
geschmeidig. So. Braucht auf jeden Fall jetzt noch Rollen. Ich weiß gar nicht, wie breit. 30 mm ist es. Ach ja, wir verlinken euch natürlich das Material in der Infobox und auch das Schnittmuster. Oder wie sagt man? Vorlage oder so. Also Schnittmuster den, ist mit dem Pinguin. Sägekontur. Genau. Und der soll rollen. Das heißt, der braucht 4 Rollen. Auf jeder Seite 2. Ja. Und mit der vorderen Rolle, die sägen wir schräg ab, damit die Flossen wackeln. Genau. Mal gucken, ob das so funktioniert. Lieber zu breit, dass er ein bisschen mehr Stabilität hat, oder? Bei den Kindern. Dann mache ich 3 für die hinteren und für die vorderen von 3 bis... Weil es braucht schon eine ordentliche Schräge wahrscheinlich, ne? Weil wackeln tut er nur dadurch, dass wir das schräg absägen und dann dreht sich das ja hoch und dann ist einmal die lange Seite oben und einmal die kurze. Und bei der also langen zumindest haben wir uns das so gesagt, gedacht, dass das so funktionieren wird, aber das wird sich gleich rausstellen. Wir haben uns gedacht, mit einer Elektrosäge kann ja jeder, deshalb haben wir hier so ein Teil aus dem Baumarkt geholt. Das kostet auch nur 5 Euro, so eine Sägelade und so eine Säge. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Rollen, die jetzt 3 cm breit sind für hinten und vorne auch 3 das lange Stück, aber 2 genau, die kurze Seite. Irgendwie das, was hier so schräg reinlegen, das ist... Ja. Viel anstrengend. So musst du eigentlich durch sein. Ja, cool. Jetzt brauchen wir es halt noch 4 Mal. Soll ich dich einmal ab? Ich löse dich beim nächsten Mal ab. Ging irgendwie schneller. Alex hat mehr Kraft auf jeden Fall. Oh, aber guck mal, wir haben... Alex hat so viel Kraft, dass das Ding kaputt gegangen ist. Legen wir das endlich hier von hier an. Bis hier müssen es 3 cm sein, richtig? Ja. Ja, das ist eigentlich scheiße mit 45 Grad, gell? Eigentlich brauchen wir ein bisschen schmaleren Winkel. Jetzt fanden wir uns so smart, dass wir dieses 45-Grad-Ding hier haben. Richtig doof. Jetzt machen wir es mit der Hand. Ja, das sind die 3,5. Das wäre jetzt so 4. Boah, ist das jetzt Freestyle hier. Macht aber nichts, wird gut. Hui. Cool, sieht aber perfekt aus. Und weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Das ist ja genau derselbe Winkel, oder? Das heißt, wir können hier wieder gerade absägen. Geil. Achtung, bleib dich für viel. Das war's wohl mit dem Ding. Also wir brauchen, natürlich Löcher darin und in den Ärmchen, damit wir die am Körper befestigen können. Ach ja, und ein Loch da, genau. Weil die Rollen werden mit Achsen befestigt. Mhm. Die Rollen mit Achsen und die hier mit einem Band. Wie groß brauchen wir denn das Loch? Was nehmen wir als Achse? Als Achse haben wir ja hier, haben wir noch einen kleinen. Haben wir schon. 8 mm Stängelchen. Also achso, das Loch machen wir ja, wo es rollt, 10 ungefähr oder 9 und das soll ja richtig spannen quasi da drin. Ich glaube, es muss ein bisschen länger sein. 2? Nee, ich meine das Stück, weil ich würde es immer wie so ein Fähnchen machen. Achso, dass du gar nicht reinbohren kannst. Das ist genau, dass du so ein Fähnchen hast, was sich so mitdreht und dann hast du hier den Anschlag quasi. Ah, ich hätte es jetzt einfach nur als Marker dran gemacht, aber das ist natürlich noch smart. Magst du bohren? Ich probiere das mal. Ich probiere das mit den Graben und du machst das mit den Angestrengten. Oh Gott. Bei 1,5 muss es ungefähr sein, die Spitze. So, ist gut. Passt dran, glaube ich. Ich bin echt gespannt, wie sehr er eiert, der Pinguin. Aber es ist ja auch irgendwie süß, so ein eiernder Pinguin hat schon was. Das war jetzt wirklich ein Geniestreich, die aufeinander gesetzt. Cool. So Sachen kommen einem aber nur, wenn man es macht irgendwie. Ja. Ich wäre niemals davor drauf gekommen. Schön, oder? Wunderschön. Jetzt ist es auf super breiter. It's now or never.
Der Winkel ungefähr? Ja. Wir haben ganz kurz was sich umentschieden, wir machen Pinocchio draus. Bis hierhin. Ich halte mal einfach den Finger mal. Hier, so. Das ist unsere Achslänge. Schlapp, ich schlapp. Er eiert ein bisschen, aber das macht nichts. Okay, dann brauchen wir dafür noch einen zweiten und dann brauchen wir noch einen Schnabel. Langer Zinken, kurzer Zinken. Schon eine süße kleine, oder? Das Stupsnase. Also wir haben wieder das. Was so? Alex hatte die Idee, dass wir die jetzt einfach aufs Schleifgerät halten und ihr damit eine Nasenform geben müsst. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu spitz wird, ja? Dass es irgendwie so ein Bleistift ist oder sowas, damit man sich nicht wehtun kann. Genau, also die Löcher für die Füße haben wir, jetzt brauchen wir noch die Löcher für die Aufhängung von den Flügeln. Genau. Hier noch. Kleines Stückchen weiter unten, oder dass er genug auflegt, oder? Ach, dass es direkt runter ist, meinst du? Ja, das ist gut. So. Wir können auch beide übereinander legen. Klappt das, Linda? Ja. Wunderschönes Glacierweiß. Während ich hier pinsel, holt Alex gerade schon die Sachen für das Video, was wir für seinen Kanal drehen. Da haben wir uns so ein cooles Balance-Spiel überlegt, also etwas, was wackeln soll, für ein bisschen ältere Kinder. Geil. Hey, ich bin echt gespannt. Ich glaube, es ist ein lustiges Spiel. Oh. Das verlinken wir euch natürlich. Etwas überdimensioniert mein Pinsel für diese kleinen Flügel. Es erinnert mich so ein bisschen an früher. Ich habe mit meiner Mama damals zum Nikolaus so Nikoläuse gebastelt. Und das kann man eigentlich auch genauso machen. Ja, genau. Einfach aus Holz quasi eine Kontur von einem Nikolaus aussägen. Das ist auch mega. Gibt's die noch? Deko. Ja, die gibt's tatsächlich, aber liegen auf der Bühne, glaube ich, bei meiner Mama. Auf der Bühne? Ja, die sind nicht in Verwendung gerade. Dachboden. Dach. So. Schwäbisch für Dachboden. Das sagt die Bühne nicht. Ist die Schauspielerin, oder? Ach so! Cool. Also du musst schon zwei Schichten drüber und darum haben wir uns jetzt hier so eine schöne Konstruktion gebaut, damit wir vorankommen, dass er auf der einen Seite trocknen kann und ich auf der anderen Seite weiter malern kann. So, wir haben noch zwei ganz flache für die Augen. Dann haben wir noch weiß und dann haben wir einen schönen Hintergrund für so ein paar Glupfäuglein. Stunde der Wahrheit, wir setzen den Pinguin zusammen. Ein Stäbchen drauf. So. Dann wollen wir es, dass es der Pinguin so macht? Oder dass er so macht. Ich weiß es nicht. Aber. Vielleicht ist man selbst auch. So, ich dachte, das ist stabiler, weil es dann wenigstens immer auf einer Seite eine größere Auflage gibt. Das stimmt. Na, das ist ein bisschen schlackert, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann wird es möglichst nah ranziehen einfach. Verbiegt sich der Dinger, oder? Ja. Scheiße! Okay, ich krieg mal, wenn ich hingebogen kriege, dann auch wieder zurückgebogen. Buckliger, süßer Pinguin. So. Der ist doch echt niedlich geworden. Ich finde ihn auch zuckersüß. Ich würde auch mit ihm spazieren gehen. Gut, auf Alex' Kanal vorbei. Da haben wir ein Spiel für alle Altersklassen gebaut. Verlinken wir euch. Und wir sehen uns hier Dienstag und Sonntag wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.